zahlen, bitte. Klar. 59. Halbnackt in der ganzen Stadt auf riesigen Plakaten. Also, wenn es dich zum Lächeln bringt, ist alles gut. Sascha? Hey. Hey. Na? Hallo. Ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich muss ständig an Ansgar denken. Aber es war gut, dass wir mal wieder vor die Tür kommen. Aber lass uns nicht so lange machen, ja? Ich muss noch ein paar Sachen für die Buchhaltung erledigen. Hm? Echt? Das schiebst du doch sonst auch nur bis zum letzten Moment auf. Ja, aber das will ich gerade ändern. Ich hab dich so komisch angeschaut. Findest du? Quatsch. Sascha? Alter, Sascha, was soll das denn da? Warum häng ich denn da? Naja, ich dachte, wenn wir schon mal einen Star in unserer Mitte haben. Ach, deswegen willst du lieber Belege sortieren. Wir? Entschuldigung, könnte ich vielleicht ein Autogramm haben? Tut mir leid, ich mach sowas nicht. Was? Ah, jetzt komm schon. Dann wird man sowas schon gefragt, hä? Okay. Danke. Für? Harry. Super, danke. Was ist denn los? Nichts, ist doch cool. Sag mal, komm mir das nur so vor, da werden das hier immer mehr Männer. Die sind alle nur für dich da. Auf der Seite von diesem Schulmagazin hat einer gepostet, dass du hier bist. Nein. Doch. Nein, bitte lass es gehen. Bitte, 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 bitte. Nein, tut mir leid. Ich kann das erste Mal an etwas anderes denken. Das muss ich jetzt ausnutzen. Du verlangst echt eine Menge von mir. Hi, ich bin Timo. Und? Genau wie auf deinem Tattoo. So, und jetzt soll ich dich zum romantischen Essen einladen, oder was? Immer zu, ich bin nicht schwul. So, um eins klarzustellen, ich bin nicht schwul, es tut mir leid. Ich bin verheiratet mit einer Frau und sehr glücklich. Also verkrümelt euch bitte und lasst uns in Ruhe, ja? Danke. Mann, steh doch dazu. Danke, dass wir endlich gehen konnten. Am schlimmsten waren wirklich die ganzen enttäuschten Blicke. Komm, wir schauen mal, was die Community so schreibt. Können wir das nicht einfach lassen? Also die allgemeine Reaktion ist, schade, dass du nicht schwul bist. Und ein paar zicken rum, weil sie glauben, dass die ganze Aktion eine Mogelpackung ist. Was? Ich bin da keine Mogelpackung. Oh. Einer hat den festen Vorsatz, dich umzudrehen. Was? Wo steht das? Spaß. Ach so, das findest du also witzig, dass dein Mann von irgendwelchen fremden Typen angegeiert wird, ja? Ich finde eigentlich nur deine verkrampfte Reaktion witzig. Ja, tut mir leid, das ist einfach nicht so einfach für mich. Ah ja, aber das hier, das ist kein Problem für einen venezolanischen Macho wie dich. Einen Männernamen auf deinem Hintern zu tragen. Das ist was vollkommen anderes. Das ist ein Freundschaftsbeweis zwischen mir und meinem besten Kumpel. Freundschaft? Mhm. Vielleicht war doch irgendwas zwischen euch. Homoerotische Schwingungen. Na, warte mal ab. Ich werde dir mal zeigen, wie schwul ich bin. Hey, was machst du denn hier? Musst du nicht das Mittagsgeschäft fürs Bahnhof vorbereiten? Ich dachte, ich bringe dir was für die Frühstückspause vorbei. Cool, danke schön. Hallo, schöner Mann. Ich komme später beim Bahnhof vorbei. Das kannst du dir nicht vorstellen. Die belagern förmlich das Bahnhof. Ja, und ich habe echt gedacht, das hätten mittlerweile alle gerafft. Ich finde es irgendwie cool. Ja, alle stehen auf dich und ich muss keine Angst haben, dass du schwach wirst. Das musst du sowieso nicht. Du bist die Einzige, die ich liebe. Ja, das soll ich dir auch geraten haben. Hey, du bist gar nicht schwul, sagt mein Bruder. Hat er recht. Dann ruf ich doch mal an. Wie kommt ihr hier überhaupt rein? Raus! War eh zu jung für dich. Ja.
Aha. Oh, Entschuldigung. Hey. Na? Na? Und war es noch sehr schlimm mit der Belagerung? Halb so wild. Die gute Nachricht ist, ich habe so viele Burritos verkauft wie noch nie zuvor. Wohl ziemlich hungrig, die Jungs, hä? Naja, also seit sich irgendwie rumgesprochen hat, dass ich doch nicht schwul bin, sind es vor allem Mädels. Ach ja? Ja, keine Ahnung, woher die es wissen, aber so wie es scheint, habe ich meine Fanbase ganz schön erweitert. Und von was für Mädels sprechen wir so? Jung, Anfang Mitte 20, Studentinnen. Mhm. Das hat dir natürlich gefallen, hä? Also die Umsätze haben mir gefallen. Der Rest war ein bisschen nervig. Die ganzen Hühner, die Autogramme wollten und die ganzen Plakate. Klar, oh Gott. Tausende Studentinnen finden deinen Buddy toll. Das ist natürlich, puh, total nervig. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Okay, vielleicht finde ich es ja doch ganz cool. Aber es ist doch völlig harmlos. Der Spuk hat morgen wieder ein Ende. Gut, dann können wir uns ja morgen wieder sprechen. Kim? Nee, ich muss arbeiten. Tu mir mal bitte einen Gefallen. Danke. Nein, jetzt guck nicht so. Die wird sich schon wieder beruhigen. So sauer wie sie gerade ist, war sie schon ewig nicht mehr. Was ist denn los? Gestern war doch alles okay. Ja, bis gestern hatte ich auch nur männliche Anhänger. Warum zur Hölle müsste ich rausposaunen, dass ich nicht schwul bin? Wegen dem Macho-Scheiß. Davon ist aber nicht mehr viel übrig. Eine Sache interessiert mich doch. Wenn du so ein Problem hast mit diesem Homo-Image, warum steht der Name von einem Typen auf deinem Arsch? Das war eine schräge Aktion. Kurz bevor mein bester Kumpel nach Frankreich abgehauen ist. Mann, wir waren dicht, Alter. Wir haben... Ich dachte schon, ich hätte was verpasst. Das mit Timo und mir, das ist was... ganz Besonderes. Wir können uns blind aufeinander verlassen und jeder weiß immer, was der andere denkt. Das ist geil. Klingt gut. Die einzige Person, bei der es genauso ist, ist Kim. So, wenn du damit fertig bist, dann sagst du mir bitte Bescheid, ja? Hey, Kim. Oh, schon fertig mit dem von Groupies bewundern lassen. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh, ne, danke. Von deinen Überraschungen habe ich erstmal genug. Außerdem, ich muss arbeiten. Es geht auch ganz schnell. Hm? Und außerdem gehe ich eh nicht, bevor du es dir anguckst. Hm? Los. Was soll das? Barbara, nein. Tut mir leid. Was kommt jetzt? Jetzt sage ich dir, dass ich dich liebe. Dass du nicht nur meine Frau bist, sondern auch der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und deswegen brauchst du die Bewunderung deiner ganzen Verehrerin. Die brauche ich eben nicht, das versuche ich dir gerade zu sagen, aber du lässt mich mal wieder nicht ausreden. Ich gehöre nur dir, ja? Mein Herz, meine Gedanken, meine Seele, mein Körper. Und zwar jeder Teil davon. Augen zu. Hm? Augen zu. Augen auf. Da steht ja mein Name. Ja, es hat ziemlich weh getan. Oh, was ist mit Timo? Timo habe ich in meinem Herzen, den brauche ich nicht auf meinem Arsch.